Ein herzliches Grüß Gott zu einer neuen Ausgabe von Ländle TV Diatag. Heute dürfen wir Lukas Matis, den Snowboard-Weltcup-Gesamtsieger, im Studio begrüßen. Die Schweizer Skifahrer trainieren noch im Montafon für Olympia. Und es gibt auch heute die News, Sport sowie das Wetter. Die Schweizer Skifahrer trainieren derzeit noch im Montafon für Olympia. Und unsere Kollegen von Montafon TV haben einige Eindrücke für Sie zusammengefasst. So, wir haben uns hier ins Training vom Schweizer Skiteam ein klein geschlichen. Die Technikgruppe ist da, sprich, die sind am Slalom trainieren. Schauen wir, ob sie wirklich so gut sind und wie die Chancen für Olympia stehen. Schwünge haben sie schon gemacht, sie rutschen einmal durch, schauen sich die Strecke noch einmal an. Meiner Meinung nach schaut es eigentlich schon recht gut aus, also für Olympia ist sicher die beste Vorbereitung heute hier auf Sipplingen. Montafon, ein bekanntes Gebiet für dich. Wie schätzt du die Trainingsbedingungen heute hier ein? Ja, es hat jetzt über die Nacht noch ein bisschen Schnee gegeben. Von dem her haben wir da das erste Mal ein bisschen rutschen. Aber jetzt ist eigentlich gleich wirklich gut geworden, weil die Unterlage die ist gut. Und ja, es ist ein interessantes Gebiet hier. Hier hat verschiedene Wellen. Und eine sehr schöne Umgebung. Es hat viel Schnee gegeben heute. Und die Piste, die wir gut ausrutschen können, ist wirklich gut. Schön. Relativ gut. Für das, dass es viel Schnee gegeben hat, ist eigentlich okay. Und wir können jetzt hier gut trainieren und sind dankbar dafür. Soweit zu den Schweizer Olympiateilnehmern und bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten des Tages im Überblick. Vertrauen in Gymnasien ungebrochen. Mit der Schulnachricht beginnt für die Viertklässler der Volksschulen auch die Anmeldephase an den Gymnasien. Trotz der neuen Mittelschule erfreuen sich Vorarlbergs Gymnasien ungetrübter Beliebtheit. Die Eltern verbinden mit einem Besuch des Gymnasiums auch weiterhin bessere Chancen und eine stärkere Förderung des Kindes. Er hat auch für nachher Möglichkeiten, dass er einfach höhere Schulen besucht. Also das hat natürlich mit der Mittelschule auch, aber mit dem Gymnasium doch viel mehr noch, finde ich. Ja, es wäre schon toll, wenn es klappen würde. Weil wir nicht ganz überzeugt sind von der Mittelschule, von der neuen Mittelschule. Für die schwächeren Schüler ist es sicher eine tolle Möglichkeit. Aber für die stärkeren Schüler, die wirklich ja, das Können haben, finde ich es schade. Warum wollt ihr ins Gymnasium? Weil der Schultyp gut zu uns passt. Weil wir die Schule angeschaut haben. Und weil sie es Gott gefällt. Für mich wäre wichtig, dass das Kind einfach gute Rahmenbedingungen kriegt. Dass das einfach gut gefördert wird, in dem Falle sprachlich befördert wird und dass einfach seine Interessen aufgedeckt werden. Und Geburtenrückgang in Vorarlberg. Die Geburtenrate in Österreich erreichte im Jahr 2013 einen Anstieg von 0,5%. In Vorarlberg hingegen ist die Zahl der Geburten im abgelaufenen Jahr gesunken. 2013 kamen im Land 3.742 Babys zur Welt. Das waren um 2,5% weniger als im Jahr davor. Im Bundesländervergleich verzeichnet Vorarlberg den größten Rückgang. Bei uns geht es jetzt weiter mit der Sendereihe Vorarlberger in Sotschi, heute mit Lukas Matis. Ja, bei uns geht es jetzt weiter mit einem Snowboard-Ass aus Vorarlberg, aus dem Montafon, Lukas Matis, servus. Servus, grüß dich. Lukas, Olympia steht vor der Tür, hier sehen wir den Gesamtweltcup-Exemplar, die Olympischen Spiele kommen wahrscheinlich genau richtig. Ja, die kommen mit Sicherheit genau richtig. Aber ich sage immer, Olympische Spiele sind Olympische Spiele und Weltcup ist Weltcup. Und ich habe jetzt mit dem Gesamtweltcup und parallel Riesentorlauf Weltcup schon Großes geleistet, mehr als ich mir Anfang der Saison gedacht habe. Und ja, jetzt stand Olympische Winterspiele vor der Tür und
Ja, ich darf als Gesamtweltcup-Führender oder Gesamtweltcup-Sieger, kann man mich schon nennen, dahe fahren. Und ja, das ist eine Ehre für mich. Und ja, ich meine, bei den Olympischen Spielen ist einfach wieder ein neues Rennen, fängt alles wieder von neuem an. Und ich möchte einfach nur die Leistung, was ich im Weltcup gezeigt habe, noch bei den Spielen zeigen. Und ja, dann ist vieles drin. Die Vorfreude also riesengroß. Wie gehst du die ganze Sache an? Als Gesamtweltcup-Sieger ist man meistens der Gejagte. Eine neue Situation auch für dich? Ja, es ist natürlich eine neue Situation für mich. Ich nehme die Herausforderung gerne an, muss ich echt sagen. Und wie ich schon gesehen habe, es ist ein neues Rennen. Und da fängt jeder wieder bei Null an. Und ja, wie gesagt, ich möchte nichts anderes machen als im Weltcup. Und es ist zwar immer leichter gesehen, als wie es schlussendlich umgesetzt wird. Aber ja, im Grunde muss an dem Tag alles zusammenpassen, dass das noch vielleicht nicht mehr eine Medaille heimfahren kann oder nicht. Olympia für viele Sportler oder eigentlich für alle Sportler der riesengroße Traum. Wie sieht es bei dir aus? Sochi, wie blickst du der ganzen Sache in Sochi entgegen? Ja, also ich glaube für jeden Sportler das Größte bei Olympia mal am Start zu sein. Und so wie es jetzt ist, ist am Start sein nicht alles für mich. Und ja, es ist also ein unheimlicher Stellenwert für mich und ich freue mich extrem, dass ich in dem starken ÖSV-Team mich durchgesetzt habe. Souverän durchgesetzt, kann man sagen eigentlich. Und ja, ich freue mich jetzt auf alle Fälle, dass ich am Samstag fliege am Rache. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an vor Ort. Und ich, was man so gehört hat von anderen, perfekte Bedingungen in Sochi. Und ja, ich glaube, dass das für Parallelfahrer in 2 Wochen genauso sein wird. In diesem Falle, Lukas, wünschen wir viel Glück und viel Erfolg in Sochi und danke für deinen Besuch hier bei uns im Studio. Vielen Dank. Soweit also Lukas Bavatis, Gesamt-Weltcup-Sieger im Snowboard-Parallel-Riesentorlauf und bei uns geht's aktuell weiter mit Sportnews. Riesenpech für Eiskunstläufer Viktor Pfeiffer. Der Frasstanzer verstauchte sich im Training den rechten Fuß und erlitt zudem einen Bändereinriss. Pfeiffer konnte deshalb sein Training für die Olympischen Spiele in Sochi nicht wie geplant durchziehen, gab sich vor dem Kurzprogramm am Donnerstag aber kämpferisch. Das war's vom Sport und die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen sehen Sie jetzt. AMS-Schulungen. Rund die Hälfte aller Schulungsteilnehmer hat nach 3 Monaten wieder einen Job. Rund 3200 Menschen warten landesweit auf eine Wohnung. Wohnungssuchende ärgern sich jedoch über völlig unterschiedliche Vergabekriterien. Und zu 800 Euro teilbedingter Strafe wurde am Landesgericht eine 50-jährige Bregenzerin verurteilt wegen schwerer Körperverletzung. Sie hatte einer gleichaltrigen Nachbarin mit einem Faustschlag ein blaues Auge und einen Haarriss im Kieferknochen verpasst. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Dir Tag. Sie sehen wie gewohnt noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Kartbahn Treff in Feldkirch. Die einzigartige Indoor-Kartbahn mit speziell griffigem Rennstreckenbelag für größtes Fahrvergnügen. Sowohl Anfänger als auch Profis kommen auf der 330 Meter langen Highspeed-Rennstrecke mit doppelter Steilwandkurve sowie einem Sprunghügel voll auf ihre Kosten. www.kartbahn-treff.at. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen minus 5 und 4 Grad. Der Wind weht mit 9 km/h aus Süd-Südosten. Der Mittwoch startet mit einer tiefen Bewölkung und einzelnen Schauern. Im Tagesverlauf klart es langsam auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Tiefstwerte am Mittwoch minus 1 bis 4 Grad, Höchstwerte 6 bis 10 Grad. Am Donnerstag gibt es ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken bei maximal 6 Grad und am Samstag regnet es bei Temperaturen von 5 bis 13 Grad.